Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. In den nächsten Wochen starten so einige neue Projekte hier auf dem Kanal. Außerdem hat sich auch eine Sache verschoben. Es gibt auch immer wieder Nachfragen eurerseits, berechtigterweise. Wann geht's los mit X, Y und Z? Und außerdem habe ich klammheimlich eine doch gar nicht so simple Veränderung vorgenommen hier am Kanalablauf, die ich noch gar nicht kommuniziert und begründet habe. Insofern gibt es Gründe genug für so ein Kanal-Info-Video, in dem ich mal alles zusammenfasse und euch kompakt informiere. Und los geht's mit dem Thema, wie geht's weiter mit Victoria 3? Ich habe ja eine kleine Abstimmung gemacht am Ende dieses ersten Auftaktes mit Victoria 3 und unseren Schweden und habe euch gefragt, wollen wir das utopische Schweden weiterspielen oder wollen wir neu anfangen mit einem Land, das vielleicht noch ein paar mehr Aspekte zu bieten hat? Und die Antwort war deutlich. Über 2000 von euch haben mitgemacht bei der Umfrage. Vielen Dank dafür. Und ihr wart zu mehr als zwei Dritteln dafür, mit Österreich neu anzufangen. Das wird ein historischer Ansatz werden. Das heißt, ich werde wie gewohnt erstmal die historische Ausgangssituation erläutern und davon ausgehend dann so eine spezielle Agenda entwickeln, die sehr viel mit der Geschichte Österreichs zu tun hat. Dazu aber dann im Laufe der Woche mehr, denn im Programmkalender findet ihr es schon. Es wird spätestens am Freitag losgehen um 17 Uhr, möglicherweise schon am Donnerstag, je nachdem wie gut ich vorankomme mit dem Prolog-Video zur Geschichte Österreichs im 19. Jahrhundert, denn das ist gerade bei diesem Let's Play-Projekt vielleicht noch viel wichtiger als bei Crusader Kings 3, wo es ja dann sehr alternativhistorisch laufen wird. Hier spielt die historische politische Agenda der handelnden Personen oder der handelnden Politiker doch eine deutlich größere Rolle. Also Donnerstag, Freitag geht's los mit diesem Projekt. Das nächste, was dann eigentlich beginnen sollte, weil ihr habt es mitbekommen, Thronebreaker ist zu Ende gegangen, ist planmäßig der Beginn des großen The Witcher 3 Let's Plays. Und eigentlich habe ich auch schon den Starttermin festgelegt, nämlich es sollte hier am 26., ich hoffe, ihr seht das ja, am 26. losgehen. Ich will nicht in einer Woche zwei große neue Projekte starten, also in der übernächsten, ne, ist es schon die nächste Woche, am Sonnabend, dem 26. Aber nun ist gerade eine Nachricht reingeschneit, die mich so ein bisschen ins Grübeln bringt. Und zwar wurde nun endlich der Release-Termin für diese Next-Gen-Version von The Witcher 3 angekündigt und das ist der 14. Dezember. So, und ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also, ich habe mir auch sehr aufmerksam durchgelesen, was da angekündigt wurde, was das beinhalten soll. Es ist alles immer noch so ein bisschen unklar. Am Ende geht es natürlich um eine bessere Grafik, um eine Aktualisierung der ganzen Grafik-Engine. Die richtet sich meines Erachtens natürlich vor allem an die Konsolen, weil es dort ja auch keine Mods gegeben hat und so. Da sieht das Spiel halt wirklich so aus wie bei Release und da hat sich ja schon einiges getan. Wo ich mir nicht sicher bin, ob das für den PC am Ende auch so einen riesigen Sprung geben wird, weil auf dem PC gibt es schon richtig gute HD-Mods, die das Spiel richtig, richtig schön machen. Also gemoddet sieht The Witcher 3 auch richtig toll noch aus. Und was mich so ein bisschen ins Grübeln bringt, ist die Tatsache, dass ich mir schon einige andere Mods rausgesucht habe, die ich gerne nutzen möchte, weil ich das Spiel mit einem besonders, ich sag mal, Rollenspiel-immersiven Ansatz spielen möchte. Und da gibt es 3, 4, 5 Mods, die ich sehr toll finde dafür. Und auf die werde ich vermutlich verzichten müssen, wenn man die Next-Gen-Version spielt. Und da bin ich tatsächlich, mir ist immer noch nicht ganz klar, was die wirklich am Ende bringen wird. Diese zusätzlichen Inhalte, die sind meines Erachtens alles nur Grafikgimmicks, wenn man das hier so lesen kann. Aber was interessant ist, dass es schon hier integrierte Mods gibt in der Version. Das wäre natürlich nochmal interessant zu wissen, was es sein wird. In der nächsten Woche soll es einen Stream geben. Wollen die Entwickler ein bisschen mehr verkünden, was das eigentlich nun genau alles bedeuten wird. Und ich werde mich dann dementsprechend in der nächsten Woche entscheiden. Im Moment tendiere ich tatsächlich trotz dieser Mod-Problematik dazu, dann die Next-Gen-Version zu spielen, weil es wäre irgendwie doch komisch, ne? Wenn man nun gerade zufällig zeitgleich mit diesem Release das Mega-Projekt, was wahrscheinlich irgendwie ja, 2 Jahre dauern wird, startet, The Witcher 3 mit allen DLCs zu spielen und dann diese Version nicht nutzt.
Ah. Und es kann ja auch gut sein, dass während, ja, also dass in den nächsten Monaten dann für die Next-Gen-Version auch noch Mods erscheinen, die man nutzen kann. Also, ihr seht es, ich bin hin und her gerissen. Insofern werde ich das nächste Woche entscheiden. Aber es kann gut sein, dass ich von dem 26. dann nochmal wieder abgehe und das dann am 14., also 3 Wochen später, also nicht ganz am 14., wahrscheinlich dann erst am Sonnabend, das ist der 17. oder 18., 3 Wochen später starten werde. Insofern hier also noch keine ganz klare Aussage meinerseits aufgrund dieser ganz aktuellen Ankündigung. So, dann gibt es immer wieder Nachfragen nach diesem schönen geplanten Projekt. Und zwar hatte ich ja eigentlich vor dem Sommer schon angekündigt, dass es eine zweite Runde gewissermaßen, eine Revanche geben soll mit Strategic Command gegen den Hobbygeneral. Ein großes Multiplayer-Projekt wieder, allerdings diesmal mit American Civil War. Wir haben uns auch darauf vorbereitet, war eigentlich alles soweit geplant, sollte im September dann auch losgehen. Aber es gab ein Problem und zwar habe ich gemerkt, ja, beim Hobbygeneral, der scheint irgendwie so ein bisschen unter Stress zu stehen, unter ziemlichem Stress. Und da habe ich da ein bisschen nachgehakt und es hat sich tatsächlich so herausgestellt. Und er macht das ja anders als ich, komplett nebenbei, nebenberuflich. Und da habe ich gesagt, oh Mann, bloß jetzt hier nicht wegen mir, wegen dieses Projektes auch noch zusätzlich was obendrauf packen. Privat geht in solchen Fällen immer vor und da haben wir uns geeinigt, wir machen das, aber wir verschieben das erstmal auf unbestimmte Zeit, bis sich da die Wogen geglättet haben und bis da wieder Normalität eingekehrt ist bei ihm. So, insofern kann ich euch noch nicht genau sagen, wann es losgehen wird. Mit Sicherheit nicht mehr dieses Jahr. Aber wir sind beide im Kontakt dazu. Wir wollen das auf jeden Fall, aber es muss irgendwie ein guter Zeitpunkt gefunden werden. Ja, also das ist die Information. Ich will auch jetzt keine verbindliche Ankündigung machen, auch wenn wir vielleicht schon was ins Auge gefasst haben, weil das baut dann wieder zusätzlichen Druck auf und dann klappt es dann doch nicht und sowas alles. Also ich denke, wenn es dann losgeht, dann werdet ihr es relativ kurzfristig erfahren. Geht einfach nicht anders. Ich hoffe da auf euer Verständnis. So, das war die Ankündigung. Jetzt geht es um diese Veränderung, die ich vorgenommen habe, was mein Programmschema betrifft. Ihr kennt vielleicht mein Staffelprinzip mit den Rotationen, die es da gibt und mit den abwechselnden Let's Play-Projekten. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu einem Video, wo ich erkläre, warum ich das eigentlich so mache. Das will ich nämlich jetzt hier nicht wiederholen. Aber es gab eine Änderung. Bisher war es so, und das Schema seht ihr hier gerade, das, was bislang galt, dass ich meine erste Rotation habe mit Let's Plays, die quasi sich wöchentlich abgewechselt haben. Also Projekt 1, dann 2, dann wieder 1. Immer 5 Folgen mit einer Pause. Und ich hatte eine zweite Rotation mit 3 Spielen, die sich abgewechselt haben, sodass die Pausen zwischen den Let's Plays natürlich länger waren. Ja, das war bisher das Konzept und dazu gab es dann immer diesen Rollenspiel-Action-Adventure-Part. Da wird dann auch The Witcher 3 laufen. Okay, und da habe ich jetzt eine Änderung vorgenommen und die sieht so aus. Sieht ziemlich unscheinbar aus. Im Prinzip, also es ändert sich nichts an der Zahl der Videos pro Woche, aber ich habe Folgendes jetzt eingeführt: Es gibt keine 3 Projekte mehr in der zweiten Rotation, sondern auch nur noch 2, so wie in der ersten Rotation. Also nicht mehr 5 verschiedene, ich sag mal, Strategie-Let's Plays, sondern nur noch 4 verschiedene zeitgleich. Der einzige Nachteil, den das hat, dass es natürlich weniger Vielfalt gibt. Es ist immer gut für einen Kanal und auch für mich, wenn es möglichst viel Abwechslung gibt. Aber es hat deutlich mehr Vorteile und die will ich kurz begründen. Der erste Vorteil ist folgender. Als ich es ursprünglich eingeführt hatte, gab es interessanterweise immer deutliche Projekte, die beliebter waren als andere. Und die habe ich immer in die erste Rotation genommen und die anderen in die zweite Rotation. Das war mir ein ganz schönes Kriterium. Das hat sich jetzt irgendwie so ein bisschen geändert. Klar gibt es immer noch so Publikumsfavoriten, aber das ist häufig nicht mehr so leicht voneinander zu trennen. Also so ein Spiel wie Workers hatte zum Beispiel am Anfang relativ schwach, was die Zuschauerzahlen betrifft, angefangen und ist ein interessantes Projekt, was jetzt im Laufe der Zeit immer mehr Zuschauer bekommt und teilweise eigentlich hätte in die erste Rotation rutschen müssen nach dem alten Prinzip. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das alles ist nicht mehr so richtig aktuell, auch nicht mehr so richtig berechenbar. Und jetzt gibt es einfach 4 Let's Plays, die quasi gleichwertig ihren Rang hier haben auf dem
Kanal und ich muss nicht mehr wie komisch nachdenken, ist das jetzt Let's Play erster Ordnung oder zweiter Ordnung? Ist das besseres oder schlechteres? Weil mir alle natürlich gleich lieb sind. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist der, natürlich bin ich auch ein bisschen mehr im Stoff und auch die Zuschauer sind mehr im Stoff, wenn die Pause nicht so lang ist. Das hat man bei einigen Projekten durchaus gespürt. Wenn manchmal noch was dazwischen gekommen ist, dann waren es dann eben nicht 2 Wochen, sondern 3 Wochen und dann war es gar nicht so einfach, wieder den Faden zu finden. Also ich denke, das ist einerseits gut für euch und auch gut für mich, weil ich dann näher dran bin an den Geschichten und Vorhaben, die ich da hatte. Und zum Dritten gibt mir das zumindest die Flexibilität, falls man doch irgendwas Dringendes, Kurzfristiges doch reinkommt, was ich unbedingt anfangen möchte, dass ich dann für eine, zumindest eine Übergangszeit in das alte Schema zurückgehen kann. Das wäre bei dem vorherigen unmöglich gewesen, dass man da noch was reinklemmt. Also auch da gewinne ich ein bisschen an Flexibilität bei der Sache. Ja, das ist der Grund. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass es jetzt so ist? Habe ich jetzt schon seit einigen Wochen so praktiziert, quasi kein neues gestartet, als eins beendet war und bin auch sehr zufrieden damit, wie es jetzt läuft. Das war's. Ich hoffe, ich habe euch ausreichend informiert. Ich freue mich dann erstmal auf Victoria 3, ich freue mich auf The Witcher 3 und wer weiß, was dann im nächsten Jahr passiert. Ich liebäugle im Übrigen, das kann ich jetzt schon ankündigen, also entweder mit Strategy Command, ist klar, oder ich würde mich auch mal wieder über ein Humankind Let's Play freuen mit dem neuen DLC. Das könnte man sich auch mal anschauen. Aber es gibt auch schöne andere Dinge. Das ist nur ein kleiner Teaser. So, also, macht's gut, bis dann, euer Steinwallen.